sich noch dekorativ durch die Proben. Bitte den Schluss nochmal. Wir machen den letzten Refrain. Fünf Tage noch bis zur Premiere. Längst probt Clemens Maria Haas mit seinem Orchester jeden Tag. Liegen sie im Soll? Wir haben das vollkommen unterschätzt. Es ist so, wir haben über 600 Einzelstimmen komponiert. Wir haben unendlich viele Texte und Notenblätter. Wir ersinken hier in Notenblättern, aber das ist genau das, was wir auch wollten. Wir wollten die Präzision der Klassik in unserer Musik haben. Und es ist ein Arsch voll Arbeit, den wir auch noch vor uns haben. Aber es macht unglaublich Spaß. Und wir sind ganz sicher, dass wir am 27. Eine schöne Party, eine Orchesterschlacht haben. Musikalische Freibeuter wollen sie sein. Die klassische Musik von dem Mief des Elitären und Steifen befreien. Hosenträger und Arbeiteroutfit, wilde Jungs mit einem Orchester, bei dem neben der Musik auch das Aussehen eine zentrale Rolle spielt. Als Musiker stand Clemens Maria Haas schon mit Westernhagen, Rio Reiser oder den Rainbirds auf der Bühne. Doch E-Gitarren und Synthesizer sucht man bei den Freibeutern der Klassik vergebens. Ich habe in der Popmusik immer gemerkt, dass die Popmusik eigentlich die klassischen Instrumente nachahmt. Jedes Keyboard versucht, Streicher nachzuahmen. Und wir haben versucht, das Schöne, den unglaublichen Reichtum an Schönheit und an tollem Klang aus dem Symphonieorchester in unsere Musik zu holen. Das ist der schönste Klang, den es gibt. Wenn die Nacht nicht enden will, wenn Gedanken im Kopf lauter werden und statt still. Das Orchester ist eine internationale Gruppe, doch die Lieder werden alle auf Deutsch gesungen. Ob's klappt mit einer neuen deutschen Klassik? Im Admiralspalast werfen die Freibeuter am Dienstag ihren ersten Anker. Diese Sendung wurde ermöglicht durch Ihre Gebühren. Vielen Dank.